Luigi! Wow, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Denn ich habe heute was ganz Besonderes. Ja, das habe ich irgendwie jedes Mal. Nein, ich habe heute ein Paket bekommen. Beziehungsweise gestern und heute packe ich es aus. Denn ihr seht, das war noch von gestern. Ich habe noch ein Paket, denn ich habe bei Wish bestellt. Mehrere Male bei Wish. Und was ist das Gute und das Schlechte bei Wish? Es dauert ewig, bis die Sachen kommen. Was in diesem Fall ziemlich schnell ging. Und ich habe jetzt keine Ahnung, was ich überhaupt von den ganzen Sachen trotzdem bestellt habe. Wer da schon mal bestellt hat, der weiß, manchmal kommt ein Paket. Ach, das habe ich auch bestellt. Das ist ja toll, das ist ja wie Weihnachten. Und so ähnlich ist es jetzt auch. Das heißt, ich gucke mir das jetzt mal an, was da drin ist. Das ist was Kleines. Ich bin gespannt. So, also gucken wir mal rein, was das sein könnte. Vielleicht ist auch ganz was anderes und es ist gar nicht von Wish. Aber ich weiß auch nicht mehr. Es ist was Kleines. Es ist was Schönes. Ich glaube, mir fällt gerade wieder ein, was es ist. Ja, genau. Stimmt, das habe ich ja auch bestellt. Dann machen wir ein offizielles Unboxing. Aller Achtung. Ich hoffe, die fallen jetzt nicht raus. Pokémon Orden der ersten Edition, verdammt. Das ist sowas Unnötiges. Das brauche ich halt einfach. Denn ich habe so viel Zeit mit Pokémon verbracht. So viel Zeit. Mit der blauen Edition. Masingo gefangen. Der Speicherstand hat sich immer wieder gelöscht. Und ich habe 10.000 Mal durchgespielt, dass ich jetzt sagen kann, ich bin wirklich der beste Pokémon-Trainer der ersten 150 Editionen. Nicht. Auf jeden Fall von Sonderbonbons, Sessions über 255er Level Pokémon-Tausch in der Schule damals, kröne ich mich heute zur offiziellen Qualifikation, denn ich darf jetzt gegen die Top 4 kämpfen. Was ist los? Auf geht's. Naja, schauen wir uns das nochmal genauer an. Da haben wir sie alle. Hier haben wir die einzelnen Orden. Ich weiß auch nicht, wie es ausschaut, wenn ich das rausnehme. Es hat wahrscheinlich wirklich Ansteckorden. Ja, genau. Also die kann man sich dann anstecken. Und vielleicht werde ich mir die auf der Frankfurter Buchmesse, auf der ich übrigens bin, anstecken vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Falls ihr übrigens, by the way, auf der Frankfurter Buchmesse seid, schreibt mir in die Kommentare. Vielleicht sehen wir uns da, denn ich werde versuchen, mich mit der Kamera reinzuschmuggeln. Und Samstag bin ich da. Dann könnt ihr auf jeden Fall mal Hallo in die Kamera sagen oder so. Yeah. Ansonsten, geiles Opening. Es ist geil, wenn man was bestellt hat und hat echt, das war sowas, was ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Weil ich irgendwie so, die letzte Bestellung waren so High-End-Sachen, die ich unbedingt auch aus Japan wollte, die ich günstig dort geschossen habe. Danach war alles andere davor weg. Außer ein was. Und ja, geil. Und war auch echt nicht günstig. War auch echt nicht teuer. Ich glaube, ohne Lieferkosten lag das Ding bei 8 Euro. Oder so. Und ihr kennt das von den Messen, da kriegt ihr sowas nicht unter 25 Euro teilweise. Ja, kann man mit leben. Ich freue mich. Und wollt ihr mehr solche Unboxings sehen, dann solltet ihr auf jeden Fall abonnieren, denn ich lasse euch keine Wahl, ob wir es machen oder nicht, denn ich mach's einfach. Das ist mein Kanal, Mann! Ich stelle das hier zur wunderschönen Demonstration mal hin. Ja, ja, genau. Ja, genau, so stelle ich es hin. Ja. Pokémon Meister Forever. Pikachu! In diesem Sinne sage ich, ich habe Yugi fast umgeschmissen. Ah ne, der heißt nicht Yugi. Wie heißt denn der neue überhaupt? Wie heißt denn der Typ? Weiß das jemand von euch? Auf jeden Fall sage ich, Sayonara! Ciao!